Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Schlacht um Mittelerde 2, The Age of the Ring Mod. Heute sind wir hier schön in Lorien bei Galadriel eingeladen, um eine kleine Schlacht zu kämpfen. Ihr seht schon, die Ents sind hier auch gut auf dem Weg. Wir sprouten gerade und machen unseren letzten Angriff bereit. In der letzten Folge haben wir mit nur rein Bogenschützen und zwei Ents die Isengardler einfach niedergerannt. Jetzt ist Mordor dran als nächstes großes Ziel. Und danach geht's runter zu unseren Freunden in Gondor, die dann dezent überlaufen werden. Wir schauen mal diesmal jetzt direkt in die Festung der Bösen. Wie schaut die denn aus? Oh ja, ganz gemütlich. Zweimal. Oh, zwei Haradrim-Lager direkt angelegt. Zwei Ork, ein. Ja. Schaut nach. Aber die haben schon gleich Verteidigungssystem auch. Bedeutet, es könnte sehr interessant werden. Wie viele Ents haben wir denn schon mittlerweile? Zwei weitere. Ich muss ein bisschen auf die Zeit achten in dem Fall. Weil wenn die natürlich zu stark werden, sind meine Einheiten auch wieder nicht. Deswegen gleich viel Verteidigung für die Luft, für die Struktur, Angriff für die Strukturen. Deswegen die Ents sollen da drüber rennen. Viele Bogenschützen, die dann direkt alles clearen, was in der Umgebung sind. Das wäre jetzt der Plan. Die paar Speerkämpfer machen Nahkampf auf Gebäude und alles. Die Bogenschützen rasieren einfach alles weg und die Ents machen die Gebäude platt. So ungefähr der Plan. Ich glaube, das ist ein relativ guter auch bei den, bei unseren Freunden hier. So, ihr könnt direkt mal hier rauslaufen. Wir müssen die Wälder schützen. Genauso könnt ihr mal hier vorne die Front einnehmen. Beeilt euch! Und wie gesagt, nach der Woche werde ich mal schauen, ob ich die Total War Mods aktuell auch schauen. Vielleicht gibt es schon für den Total War Attila den Kampagnenmodus. Wäre natürlich mega geil. Dann könnten wir mit all dem mal spielen. Ich muss mal wieder in die Discord-Chats reinschauen, wie der aktuell der Stand ist. Ansonsten gibt es ja zum Beispiel von Medieval Total War noch den Mod. Der ist mega geil, auch mit der Herr der Ringe-Karte gemacht. Das könnte man sich überlegen zu machen. Ich muss mich zwar wieder in Total War reinkriegen, aber es sollte nicht das größte Problem eigentlich sein. Das ist noch ein End. Komm. Komm, komm. To arms, my friend. To arms. Und ich würde sagen, die restlichen, die sollen einfach nachkommen dann. Ihr könnt euch direkt nach oben aufmachen. Je mehr wir oben an der Front stehen haben, desto besser ist es. Wo ist denn der? End Numero Duo. Entos! Ich finde ihn gerade. Da ist er! Guck mal! Hi! Lauf gleich nach da oben, mein Freund. Speerträger sind angekommen. Die stellen jetzt die Grundverteidigung für die Bogenschützen her. Weil natürlich alle andere Fernkampf ist. Und mit Fernkampf kann man gut verteidigen, aber Nahkampf ist natürlich mit denen nicht so praktisch. Kann man rein theoretisch die Brücken vernichten und damit so ein bisschen die Gänge ein. Okay, du hast 3 Millionen Aufwege, also. Ja. Oh, da ist noch ein End. Aber der kommt nachher dann hier vorne durch die Tür dazu. Der geht dann hier raus und zur Brücke. So meine Idee dahinter. Der joint dann mit Baumbart. Die nächsten zwei Ends sind schon da. Aber natürlich kann es auch sein, dass wir nächste Woche noch eine Festung spielen, wo alle drei gegen uns sind. Was natürlich auch dann interessant wird, weil jetzt betteln sie sich natürlich ein bisschen gegenseitig. Und danach ist Total War. Aber ich denke mal, das ist eine coole Abwechslung zu der Art von Herr der Ringe, zum klassischen. Wirklich heftige Gefechte und große Strategiespiel. Eine richtige Kampagne im Grunde zu führen in Herr der Ringe. Fand ich schon immer mega geil eigentlich. Und ich glaube, das würde euch bestimmt auch gefallen. Wir tun jetzt mal ein paar der ganz teuren Einheiten her. Von denen hier. Jeweils zwei Stück. Ah, da darf ich nur zwei auswählen. Okay, dann tun wir noch vier von denen dazu. So, unser Heer ist ready. Wir müssen dieses Land halten. Angriff, Jungs. Reitet. Marschiert. Alter, ich sehe. Wenn die wüssten, was auf sie jetzt gerade zukommt. Wir sind hier, um Mittelerde zu schützen. Wir sind hier, um Mittelerde zu schützen. Ja, ja.
Vorwärts! The enemy is here. Ich würde mal sagen, wir gehen auf aggressiv jetzt. Feuer frei! Es wird erstmal hier so ein bisschen deren Infrastruktur vernichtet. Und damit tun wir sie ein bisschen abschwächen. Ihre Grundstruktur im Grunde schwächen. Sammeln Sie den Radagast de Brown, ne? Den tun wir noch danach auch noch. Ach nee, wir sind auch gerade beim Angreifen. Wäre ein Wunder, wenn sie uns nicht angreifen würden. Oh, ich habe sie ein bisschen erwischt, sogar geil. Da hinten der Haradrim-Palast, der ausgebaute. Bereit machen! Bringt sie aus dem Gleichgewicht! Wir ziehen an eurer Seite in diesen Krieg. Streckt sie zurück! Streckt sie nieder! Jetzt wird hier direkt, die fallen wie Streichhölzer jetzt. Schützt die Pferde! Rückzug! Marschiert! Da sind sie! Reitet! Pfeile los! Reinigt dieses Land! Alter, die Ents sind einfach so OP. Das ist immer wieder so geil. Vor allem, du kannst von insgesamt 9 haben, weil du hast ja noch den Helden. Sie werden dieses Land nicht länger besudeln! Streckt sie nieder! Die anderen dürfen, glaube ich, nicht mal ansatzweise so viel haben. Treibt diese abscheulichen Bestien zurück! So, alles einfach vernichten, was im Weg kommt. Alter. Für sie ist hier kein Platz. So, jetzt schauen wir mal, was hier so abgeht. Seid bereit, bereit. Aber wir haben nicht mehr genug Platz, okay. Seid bereit, Elben. We never say anything. Runter mit euch, Jungs. Bleibt wachsam. We've defeated the enemy. We've defeated the enemy. Auf eure Pferde. Wir müssen dieses Land halten. Das ging natürlich jetzt dezent flott. We can't sustain a larger army. Was hat denn der jetzt noch gebaut? Hat er noch irgendwie produziert? Die Elben sind hier, um gegen Sauron zu kämpfen. Jolo, wie das denn jetzt? Ah, wahrscheinlich, weil ein paar gestorben sind. Eilt euch! Da ist unser Heer unterwegs. Auf jeden Fall. Wo sind die Ents? Ach, die kommen von der anderen Seite. Okay. Wenn Gondor wüsste, was auf die zukommt. Hallo, ihr seid auch Reiter! Gefragt, dass ihr nach unten kommt. Reitet! In Old Entish. Wir müssen die Wälder schützen. Die wissen leider noch nicht mal ansatzweise, was auf sie gerade zukommt. Das ist natürlich irgendwie so traurig. Weißt du, sie sind da so ganz gemütlich so. Oh, schöner Tag. Heute eine schöne Pfeife rauchen. Wir schützen unsere Heimat. Ihr sollt auch daraus. Elben, werden das immer mehr Einheiten? Den holen wir dann, wenn wir eh angreifen. Das machen wir jetzt zu. Jetzt leckt das Spiel schon wieder. Das ist leider so das Grundproblem bei Battle of Middle-earth oder Schlacht um Mittelerde. Die Performance ist grauenhaft. I always like going south. It feels like going downhill. Hui! Wo sind meine Ents? Schützt die Pferde! Ausbrechen! Bögen bereit machen! Einfach nach vorne und direkt kämpfen. Hätte ich gerade. Hui!
The Great Outdoors. Und kawusch! These are dark walls. Macht euch bereit, Elfen! Sie werden uns nicht sehen. Haltet nach dem Feind Ausschau! Bereit? Da sind auch noch viele Einheiten. Wie viele Einheiten sind da noch oben? Alter, du siehst nur Steine fliegen. Macht mal die Türme fertig, die da sind. Wir müssen dieses Land halten. Jalla! Jalla, jalla, ein Kavala, Jungs. Kommt, Steinflug! Hui! Jetzt macht ihr die Festung fertig. Seid wachsam! Sie können uns nicht dort, macht euch bereit! Nö, können sie auch nicht, wir sind schon fast fertig mit denen. Die so ein Endangriff ist halt voll OP. Wir haben den Frieden wiederhergestellt. Jetzt haben wir nur noch ein großes. Achtet auf die Reinig, dieses Land! Bringt sie aus dem Gleichgewicht! Jetzt müssen die nur noch ein bisschen angreifen. Was haben die da eigentlich für einen Effekt? Die haben irgendeinen Effekt da noch ausübend. Woo! Das war jetzt auch wirklich nicht so schwer. Also das war jetzt echt leicht. Das muss man lassen. Ich glaube, wenn man sie zusammenhängt, dann sind sie besser, weil sie natürlich nicht sich gegenseitig vernichten. Das sieht man relativ am Anfang. Da haben sie sich gegenseitig relativ geärgert. Natürlich, meine Ressourcen gingen nach oben. Am Ende vor allem. Final Score, ja klar, Festung, Bonus und alles noch. Ja, aber ihr seht, am Anfang haben die ganz schön Einheiten immer rausgehauen. Also die gleich produzieren am Anfang relativ viel Einheiten. Im Gegensatz, ja okay, meine Structures haben halt da begonnen, aber man sieht den Unterschied. Die gingen so maximal so 10 rauf und ich bin halt von 30 auf 50 instant hoch. Ich bin halt ein Bauer. Ich baue, keine Ahnung, immer am Anfang viel Grundstrukturen. Was natürlich bei mir dann am Anfang bei den Units, dementsprechend braucht, bis es hochkommt und bis dann der erste Angriff kommt. Aber wenn ich dann schlage ich meistens gut zu. Das sieht man hier und hier und hier. Genau. Aber Leute, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt diesen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt, denn das würde mich freuen. Wir sind ja aktuell immer in einem vollen Drift nach oben. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.